Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was man unter dem Monotonieverhalten einer Funktion versteht und was man unter der Ableitung einer Funktion versteht. Unser Ziel für dieses Video ist es, den Zusammenhang zwischen der ersten Ableitung und dem Monotonieverhalten einer Funktion zu verstehen. Das heißt, wir werden das Vorzeichen der ersten Ableitung in einem bestimmten Intervall ermitteln und aufgrund des Vorzeichens der ersten Ableitung auf das Monotonieverhalten der Funktion in diesem Intervall schließen können. Und dazu betrachten wir nun folgendes Beispiel. Wir haben hier oberhalb in Rot den Graphen der Ableitungsfunktion f' dargestellt und unterhalb den Graphen unserer Ursprungsfunktion f. Betrachten wir nun die Ableitungsfunktion f' und schauen, in welchen Bereichen die Funktion, also die Ableitungsfunktion f' größer als 0 ist und in welchen Bereichen ist sie kleiner 0. Dann sehen wir die Grenzen bei minus 2 und bei 4. Also links von minus 2 ist f' von x kleiner 0. Dann zwischen minus 2 und 4, links von minus 2 ist f' von x größer 0. Dann zwischen minus 2 und 4 ist die Ableitungsfunktion kleiner 0 und rechts von 4 ist sie wieder größer als 0. Das heißt, hier links von minus 2 gilt f' von x ist größer als 0. Und wenn wir nun einen Blick auf unsere Funktion f werfen, dann erkennen wir, dass die Funktion f in diesem Intervall streng monoton steigend ist. Also es geht immer bergauf, ist streng monoton steigend. Im Intervall von minus 2 bis 4 ist unsere abgeleitete Funktion nun kleiner als 0, also es gilt f' von x ist kleiner 0 und f von x, also unsere Ursprungsfunktion, ist in diesem Intervall streng monoton fallend. Rechts von 4, also für alle Funktionswerte größer als 4, gilt wieder f' von x ist größer als 0. Und wenn wir nun wieder einen Blick auf unsere Ursprungsfunktion, also auf den Graphen unserer Ursprungsfunktion f werfen, dann sehen wir, dass f rechts von 4 streng monoton steigend ist. Was wir hier jetzt sozusagen mal grafisch überprüft haben, gilt ganz allgemein und wir können sagen, für jede differenzierbare Funktion f gilt, dass wenn f' von x größer als 0 für alle Stellen x eines Intervalls ist, so ist f streng monoton steigend in diesem Intervall, was wir hier links von minus 2 und rechts von 4 gesehen haben. Und genau umgekehrt ist f' von x kleiner als 0 für alle Stellen x eines Intervalls, so ist die Funktion f streng monoton steigend in diesem Intervall. Dieser Zusammenhang folgt übrigens aus dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung und wenn du hierzu einen genaueren Einblick haben willst, dazu gibt es bereits Videos, wo dieser Zusammenhang noch genauer erklärt wird. Bei dieser Schlussfolgerung ist aber Vorsicht geboten, denn die Umkehrung gilt nicht. Nur weil sozusagen eine Funktion streng monoton steigend in einem Intervall ist, bedeutet das nicht automatisch, dass die Ableitung in diesem Intervall dann auch positiv sein muss. Ein Beispiel hierfür ist die Funktion x hoch 3. Diese ist nämlich überall streng monoton steigend, obwohl sie an der Stelle 0, also obwohl die erste Ableitung an der Stelle 0 gleich 0 ist. Das heißt, die erste Ableitung ist nicht überall größer 0 und somit haben wir schon ein Gegenbeispiel gefunden, also die Umkehrung dieser Aussage gilt nicht. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.